Herzlichen Dank für die Einladung hier vom Progressiven Zentrum. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem interessanten Panel. Wir richten uns ja auch noch ein mit Getränken vorne auf dem Panel. Und solange sich alle noch den Platz suchen, würde ich gerne noch einen Hinweis geben. Das betrifft den weiteren Abend. Es gibt heute Abend eine Spielshow im Futurium. Und wer jetzt schon ein Ticket hat, soll sich das idealerweise bis 17 Uhr vorne an der Garderobe abholen. So, ich schaue jetzt noch mal ganz kurz. Ist das Mikrofon in Ordnung? Ist der Sound okay? Laut genug? Ja, fantastisch. Wir sind auf dem Panel eigentlich zu viert beziehungsweise jetzt nur zu dritt unterwegs. Es gibt noch eine Person, die ist noch in der Anreise. Marie Müser, die Landesvorsitzende der Grünen, steht noch im Zug. Ich hoffe, sie springt gleich ins Taxi und kommt dann. Sie wird ein paar Minuten später kommen, aber wir fangen dann trotzdem schon mal an. Paulina Fröhlich hat ja eben schon mal das Thema skizziert. Es geht um Stimmungsmache gegen die Transformation. Es ist ja was, was man schon längere Zeit beobachten kann. Die sozial-ökologische Transformation ist zu einem Mobilisierungsthema der AfD geworden, vor allem in den sogenannten Transformationsregionen. Also das heißt Sachsen-Anhalt, das heißt Brandenburg, das heißt aber auch Sachsen, dort, wo die Braunkohle nicht weiter abgebaut wird, wo man jetzt auch die Debatte darüber führt, ob sie bis 2038 oder nur bis 2030 abgebaut werden soll. Man sieht ein breites Spektrum von wirklich auch emotionsgeladenen Botschaften, die unter anderem die AfD, aber wir sprechen noch ein bisschen drüber, auch andere politische Akteure in den Diskurs einspeisen. Man sieht auf der einen Seite die Leugnung des menschengemachten Klimawandels, man sieht nationalistische Heimatschutzpolitik, man sieht aber auch einen Alarmismus, der sich mit vermeintlichen Deindustrialisierungsszenarien auseinandersetzt. Man fragt sich dann, wie sollen eigentlich Medien darauf reagieren? Wie kann die Politik darauf reagieren? Wie kann aber auch die Zivilgesellschaft darauf reagieren? Und welche Verantwortung tragen eigentlich die genannten Akteure für die Situation, wie wir sie gerade haben? Und eine besonders interessante Frage finde ich dann halt auch, wie kann man die sozial-ökologische Transformation in skeptischen Kreisen demokratisch kommunizieren und vielleicht auch Menschen gewinnen, die bislang mit diesen Begriffen eigentlich nicht so viel anfangen können. Ich freue mich, das diskutieren zu können mit meinem Panel. Da ist zum einen Matthias Quent in der Mitte, Hochschullehrer an der Hochschule Magdeburg-Stendal, baut dort das Institut für demokratische Kultur auf. Und wir haben eben gerade mal überlegt, wie lange wir uns eigentlich quasi schon kennen, so aus dem publizistischen Raum. Sie sind seit langem Experte für Rechtsextremismus, rechte Mobilisierungen. Sie haben in Jena das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft gegründet, in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung, haben sich schon zu Pegida-Zeiten eigentlich, aber auch schon vorher mit dem NSU auseinandergesetzt und haben 2022 ein ganzes Buch geschrieben, was perfekt zu unserer Debatte passt. Klimarassismus, der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende. Mit einigen der Kernaussagen werden wir uns auch heute beschäftigen. Herr Quent, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich. Vielen Dank. Die nächste Diskutantin ist Jennifer Wilton, seit 2022 Chefredakteurin der Welt. Und wenn man das so sagen kann, die Welt ist ihre langjährige publizistische Heimat. Seit 2006 sind sie dort mit dem Volontariat, haben dann einen kleinen Umweg genommen über den Guardian, eine englische Tageszeitung, sind wieder zurückgegangen zur Welt, unter anderem vor ihrer Tätigkeit als Chefredakteurin in die Abteilung Investigatives und Reportage. Die Zahlen der Welt, wir haben gerade noch mal draufgeschaut gemeinsam, 80.000 gedruckte Exemplare, eine Reichweite von ungefähr 700.000 Menschen, die sie täglich erreichen, an manchen Tagen auch mehr. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass die Sessions hier bei der Enocracy Themen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf den Panels beleuchten wollen. Und ich freue mich sehr, mit jemandem von der Welt dazu in den Austausch zu gehen, weil es ist eine Tageszeitung, die sich selbst als orientierungsgebend und meinungsstark beschäftigt und sich eher zu Hause fühlt im konservativen, im marktliberalen Spektrum. Sie kennen damit also auch diese Diskussionsräume. Sie wissen, was Ihre Leserschaft Ihnen täglich so zurückmeldet. Und ich bin sehr gespannt, was Sie berichten können.
Marie Müser, die Land... Ja, klatschen Sie gerne, Entschuldigung. Es wäre unhöflich gewesen. Marie Müser ist die Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen. Wie gesagt, sie ist noch auf dem Weg. Ich würde sie dann vorstellen, wenn sie dann hier ist, dann können wir ja auch noch sie willkommen heißen. Ich selber heiße Nadine Lindner. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen im Programm. Ich arbeite seit längerer Zeit für den Deutschlandfunk. Ich bin dort seit einigen Jahren im Hauptstadtstudio tätig, zuständig für vor allem zwei Themenbereiche. Das ist die Verkehrspolitik, aber auch Energie- und Klimathemen. Und die AfD. Ich war vorher Landeskorrespondentin für den Deutschlandfunk in Sachsen und habe mich sehr intensiv sowohl mit der AfD als auch mit dem Aufstieg von Pegida auseinandergesetzt. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie diese Themen dann heute zusammenfließen. Herr Quent, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, wenn wir uns das Kernthema der heutigen Session anschauen, diese Mobilisierung, diese Stimmungsmache von rechts gegen Themenblöcke der sozialökologischen Transformation. Wie würden Sie denn den Status quo beschreiben? Wer mobilisiert da eigentlich mit welchen Aussagen und vielleicht auch mit welchem Erfolg? Das ist ziemlich unübersichtlich geworden, weil das Spektrum dass sich Diskursspektrum sich vollkommen verzahnt hat. Das heißt, die Abgrenzung zwischen dem Rechtsradikalen, dem Rechten, dem Bürgerlichen bis hin zu linkskonservativen Milieu ist in der Frage aufgrund ihrer Bezüge zu ganz unterschiedlichen Themen. Ja, worum geht es, wenn wir über sozial-ökologische Transformation sprechen? Es geht um Veränderung, es geht aber im Kern, und das ist eins der Hauptargumente, auch um Fragen von sozialer Ungleichheit, und das ist das, was dann auch den rechten Aspekt sozusagen stark macht, also die Befürwortung von sozialer Ungleichheit in Abgrenzung zu anderen Deutungen. Das heißt, aus einer soziologischen Perspektive ist der Klimawandel eine Ungleichheitskrise. Und das führt natürlich dazu, dass diejenigen, die von dieser Ungleichheit bisher sehr stark profitiert haben, sich in einer Situation wähnen, und zwar insbesondere im Kontext der Klimaproteste 2018, 2019, als wir also eine sehr starke pro-transformatorische Stimmung, insbesondere über Fridays for Future und die wiederum deren Verzahnung mit Teilen des politischen und wirtschaftlichen Establishments hatten, und die Infragestellung sozusagen von dem, was jetzt sich wandeln muss in der Transformation, führt zu massiven Gegenbewegungen. Das ist nichts, was ganz Neues, ja, den Klimawandel zu leugnen, die ökologische Politik oder ökologische Transformationspolitik zu bekämpfen. Das gibt es seit Jahrzehnten, insbesondere durch die Fossilindustrie mit einer ganzen Reihe von PR-Kampagnen, mit Desinformation, mit Ablenkung, mit dem Mechanismus des Buying Time. Ja, also ja, können wir uns in Zukunft drum kümmern, können wir uns in Zukunft drum kümmern, noch können wir gute Profite machen. Und der Befund ist insofern paradox, weil auf der einen Seite ist es heute nur noch die AfD, die im Parteiprogramm sagt, also naja, ob das alles so stimmt, ob es den Klimawandel wirklich gibt und so, ob der von Menschen gemacht ist, ob wir ihn beeinflussen können. Da gibt es keine andere Partei, die das offensiv vertritt. Anders als in den USA gibt es kaum eine Zustimmung in der Bevölkerung zu so einem extremen, zu einer extremen Wissenschaftsleugnung. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von niedrigerschwelligen oder auch vorgelagerten Formen. Und also im Grunde, wir sehen gerade eine Verdichtung dessen, was wir schon im Bundestagswahlkampf gesehen haben, mit großen Desinformationskampagnen. Vielleicht erinnern Sie sich, im Internet und auf den Straßen Plakate mit grüner Mist, die grüne Wahlplakate, die gefaked wurden, die so aussehen sollten, als seien sie von den Grünen, die größte Antikampagne, die es bisher in der Art in der Bundesrepublik jeweils gab, mit dann so Begriffen wie ökosozialistisch und heimatfeindlich, was auch immer. Eine ganze Reihe von Buzzwords, wenn man recherchiert, wer steckt dahinter, dann kommt man in den Umkreis der identitären Bewegung und ins rechtsextreme Milieu. Und dann kam in der Corona-Krise eine sehr starke Verbindung von der auch aus dem verschwörungsideologischen Spektrum zu sagen, also die Pandemie ist eigentlich eine Blandemie und der Pandemie-Lockdown, der Corona-Lockdown ist eigentlich nur der Vorgeschmack für den eigentlich geplanten Klima-Lockdown. Und das ist so absurd, wie es klingt, sind das Allegorien, die in einer Weise, die symptomatischer sind für etwas, was tiefer steht, nämlich diese Furcht vor Veränderung, diese Ablehnung vor Veränderung. Und je irrationaler die Argumente werden müssen, desto verschwörungsideologischer werden sie vielleicht auch, und so absurd oder sind es. Insofern sehen wir heute auf dem Spektrum der äußersten Rechten und in den Argumentationen nur die Spitze dessen, was sich einerseits über Jahrzehnte und
zwar insbesondere auch durch PR-Kampagnen aus der Fossilindustrie bereits gesammelt hat. Das ist das Negative, dass es für so eine Resonanz stößt. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass trotz all der Kampagnen, trotz all der Stimmungsmache, trotz all der Gewalt, die es auch gegeben hat, die Zustimmung zur ökologischen Transformation, die Wahrnehmung von Klimawandel als eines der vordringlichsten Probleme in der Bevölkerung und auch trotz der Polykrisen erstaunlicherweise gar nicht zurückgegangen ist in den vergangenen Jahren. Aber dieser Kampf um die öffentliche Meinung, und ich habe mit dem Begriff der Stimmung so ein bisschen gehadert und überlegt, muss man da noch mal mehr drüber reden, aber vielleicht trifft er es doch ganz gut, dass Stimmung eigentlich was relativ Oberflächliches ist, die diskursiv im Moment sehr schwerwiegend und sehr stark beeinflusst ist mit einem Erfolg. Ich will es jetzt nicht zu lang ausführen, aber eins der fatalsten Erfolge sozusagen diese Stimmungsmache ist weit bis in alle politischen Spektren betreffend das Narrativ, dass sozialökologische Transformation sei etwas Ideologisches. Ja? Ich meine, gibt es etwas Materielleres als verschwindende Inseln, als auftauende Permafrostböden, als all diese Dinge? Und das hört man ganz normalisiert in jedem Gespräch, in jeder Talkshow. Das finde ich schon sehr problematisch, weil man damit auch gleichzeitig suggeriert, also wir sind die eigentlich Vernünftigen, wir sind die Stimme der Vernunft, wir sind die Nicht-Ideologischen. Und das ist das, was auch der Rechtspopulist immer gemacht hat. Ja. Also wir sind die Stimme der Vernunft und der gesunde Menschenverstand. Ich wollte es gerade sagen, der gesunde Menschenverstand. Ja. Da kann man... Also bei mir geht dann immer so eine rote Warnlampe an, wenn jemand damit argumentiert. Da weiß man immer, jetzt muss man ganz besonders hinhören. Frau Wilton, ich würde gerne das Wort an Sie geben und auch nochmal gerne Ihre Perspektive auf die Situation gerade bringen. Nehmen Sie das denn wahr, wie der Kollege Quent, also dass es eine Stimmungsmache gibt von rechts gegen die sozial-ökologische Transformation? Und wenn ja, wie erleben Sie das? Wer agitiert dort und wer speist da die Botschaften ein? Also ich glaube, das lässt sich gar nicht abstreiten. Es ist ganz offensichtlich, dass es diese Stimmungsmache gibt, dass da das anschlussfähig ist für ein Protestpublikum, sich auch gegen den Klimawandel oder gegen alles, was da in die Richtung geht, zu wehren. Ich muss allerdings sagen, ich finde das Wort Stimmungsmache als Pauschalbegriff auch schwierig. Aber es trifft es an der Stelle vielleicht ganz gut. Ich glaube, es würde dem Diskurs und auch dem konstruktiven Weiterkommen in der Sache helfen, wenn beide Seiten abrüsten würden. Und zwar auch verbal abrüsten. Also ich erlebe die Stimmungsmache von rechts auch als destruktiv und als schwierig. Aber ich glaube auch, die quasi an der Front des Klimaaktivismus stehen, bedienen auch oft eine Sprache und einen Diskurs, der von Teilen der Bevölkerung so auch als Stimmungsmache aufgefasst wird. Und das ist, glaube ich, problematisch, wenn wir insgesamt konstruktiv vorwärts kommen wollen in der Sache. Ich würde da gerne gleich noch mal drauf eingehen, auf diesen Punkt. Von welcher Seite wird denn der Diskurs eigentlich polarisiert? Ich würde gerne bei Herrn Quent jetzt noch mal weitermachen. Welche Motivlage sehen Sie denn eigentlich dahinter? Was macht es denn so attraktiv jetzt für eine politische Rechte? Ich nenne das jetzt mal ein bisschen globaler. Es gibt ja sowohl internationale Akteure, also natürlich Trump fällt einem da ein, dann auch der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro war natürlich irgendwie in ähnlichen Diskursräumen unterwegs. Was ist daran so attraktiv, die potenzielle Zerstörung der Lebensräume, ja auch der Lebensräume der Menschen zu protegieren? Was steht da für eine Kernaussage dahinter und was sind vielleicht auch Narrative, die sich dann international dann vielleicht bis nach Sachsen, bis in die Lausitz dann durchschlängeln? Also zum einen will ich nochmal sagen, dass ich dieses Polarisierungsargument teile, es aber nicht begrenzen würde, weil wenn sozusagen von Justizministern oder Innenministern von Klima-RAF und Klimaterrorismus gesprochen wird und von ähnlichen Superlativen, ist das aus meiner Sicht also sozusagen verstärkt das diesen Diskurs nochmal in einem ganz offiziös bürgerlichen Anstrich. Aber zur eigentlichen Frage, ich habe gesagt, die Klimakrise ist ein soziales Ungleichheitsproblem und das bedeutet immer, dass Leute davon profitieren, dass es diese
Ungleichheit gibt, dass Strukturen davon profitieren, dass gesellschaftliche Strukturen darauf basieren, dass es diese Entwicklungen gibt und dass man sich dagegen abwehrt, sozusagen daran etwas zu ändern, auch an den Privilegienunterschieden, die damit begründet sind. Ich meine, es ist kein Zufall, dass Donald Trump als erstes oder als einer der ersten Schritte aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten ist, weil er eine erstens nationalistische Politik vertritt und die USA als eine der Hauptverursacher natürlich auch besonders betroffen, eine ganz besondere Verantwortung in der Welt tragen. Das gilt für den globalen Norden, das gilt auch für China, historisch weniger, aber aktuell stärker in einer ganz ähnlichen Art und Weise. Wir können auch nach Russland schauen. Also auch Putin hat sich in den Wahlkämpfen in die USA eingemischt mit Desinformationen, die auch Verbindungen sozusagen zur Stärkung fossiler Interessen hatten 2015 und 16. Hier geht es um Machtinteressen, hier geht es um ökonomische Interessen, hier geht es um die Verschleierung von Ungleichheit, der Verschleierung der Ungleichheit dessen, dass diejenigen, die am wenigsten Verantwortung für den globalen Klimawandel haben, am stärksten davon betroffen sind und diejenigen, die am meisten dafür Verantwortung tragen, nämlich die Reichen, die Superreichen, die Industrienationen, historisch wie aktuell, dass die auch die besten Möglichkeiten haben, sich abzusichern, die Dinge auf die lange Bank zu schieben, die vor sich herzuschieben und auch darüber hinwegzutäuschen, dass viel von dem, was wir als strukturell, ich meine das nicht als eine individuelle Kritik, sondern als eine historisch-strukturelle Erläuterung der industriellen Ursachen des Klimawandels, dass das etwas ist, was letztlich unser ganzes Gesellschaftsverständnis, unser Weltverständnis in Frage stellt. Und das ist natürlich dann sehr einfach zu sagen, ja, das gibt es nicht, wir lehnen das ab, das sei alles ideologisch, man wird das mit Technik lösen, das ist nicht dasselbe, aber das geht in eine ähnliche Verdrängungsrichtung, indem man sagt, man muss sich mit den sozialen Komponenten, damit dass die reichsten 10% für so viel CO2-Emissionen verantwortlich sind wie 50% der Bevölkerung, mit sowas nicht auseinandersetzen. Und darum ist es dann auch so attraktiv, sozusagen gerade die Mitte oder auch die sogenannten unteren Schichten dagegen zu versuchen, mit zu mobilisieren, denen Angst zu machen und die anzusprechen, um letztlich, und das ist sozusagen das, was das originär Rechte ist, Ungleichheiten auf eine Art und Weise zu verteidigen, die in einem Widerspruch mit demokratischen Gleichwertigkeitsansprüchen stehen. Frau Wilton, würden Sie das teilen? Beziehungsweise mich würde mal interessieren, Sie sind ja auch in engem Austausch mit Ihrer Leserschaft. Sie kriegen ja, ich vermute mal, wie auch wir beim Deutschlandfunk, reichlich Hörerpost, wenn zu bestimmten Themen publiziert wird. Was sind denn da die Gegenargumente, die aus dem Diskursraum, ich habe es gesagt, konservativer, auch durchaus marktliberal orientierter Diskursraum, die eingespeist werden als Gegenbewegung gegen die sozial-ökologische Transformation? Können Sie da mal vielleicht so die Top 2, die Top 3 Argumente oder vielleicht auch Vorbehalte nennen? Ich glaube, ich muss erst einmal sagen, die Sache ist tatsächlich sehr komplex und es gibt da wirklich sehr verschiedene Gruppen, sehr verschiedene Ansätze und ich glaube, es ist nicht hilfreich, zumindest an einigen Teilen nicht zu unterscheiden. Ich glaube, die Gruppe der Leugner des Klimawandels, die ist eine vergleichsweise kleine, eine vergleichsweise extreme Gruppe, wo ich ganz klar differenzieren würde zwischen der und Leuten, die sagen, ist es wirklich alles so schlimm? Müssen wir wirklich jetzt unser Leben verändern? Also natürlich gibt es Widerstand bei Menschen dagegen, ihr Leben zu verändern. Natürlich gibt es Widerstand dagegen, gegen einen Wandel. Also sehr, sehr viele Menschen sind so. Und was aber tatsächlich, um jetzt oft so auch Leserreaktionen einzugehen, was wir da oft wahrnehmen, und um eine dritte Gruppe sind natürlich auch, und dann könnte ich ewig weitermachen mit Gruppen, aber die will ich noch nennen, sind natürlich auch Leute, die sagen, ja, natürlich gibt es einen Klimawandel. Natürlich haben wir hier ein Riesenproblem und eine Riesenaufgabe vor uns, aber unsere Methode, damit umzugehen, wäre eine andere. Wir wollen auch, dass ökonomische Aspekte stärker beachtet werden. Wir wollen, dass soziale Aspekte stärker beachtet werden. Und die stehen dann schon auch manchmal Leuten gegenüber, denen das alles zu langsam geht. Also so grob würde ich schon mal erstmal unterscheiden wollen. Wenn wir sehen, und wir haben bei uns insofern gute Möglichkeiten, da Reaktionen zu sehen, als wir auch einen Kommentarbereich haben, wo Leute sich gerne ausagieren. Und vor allen Dingen die gerne ausagieren, die besonders laut sind und manchmal auch besonders extrem. Dann spielt da einfach immer für mein Gefühl jenseits von Inhalten eine große Rolle dieses, ihr wollt uns bevormunden. Mhm. Ihr seid überzeugt, ihr seid die Guten.
Ihr wollt uns bevormunden, ihr wollt uns irgendwas auferlegen. Ihr guckt auf uns herunter, ehrlich gesagt auch. Weil so natürlich, wenn man jetzt direkt über die Klimabewegung spricht oder auch über Fridays for Future, dann kommt es natürlich aus dem Impetus tatsächlich auch heraus, der von Leuten auch so wahrgenommen wird. Wir müssen euch jetzt sagen, was die Wahrheit ist. Und ihr müsstet euch eigentlich auch danach richten, weil sonst passiert die Katastrophe. Und das löst halt bei einigen Menschen Abwehrreaktionen aus. Ich habe mich gerade gefragt, Sie haben jetzt gesagt, die Klimabewegung. Mhm. Aber müsste man nicht eigentlich heutzutage von den Klimabewegungen sprechen, Herr Quent? Wie schätzen Sie es ein? Weil ich meine, das Spektrum, was man ja auch sieht, allein im Parteiensystem gibt es ja irgendwie hier in Berlin mit den Grünen Klimaliste, auch in anderen Bundesländern gibt es ja dann auch unterschiedliche Parteien, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben. Es gibt Extinction Rebellion, Letzte Generation, Fridays for Future, um jetzt nochmal abseits dann auch der großen Verbände wie BUND so ein paar Player zu nennen. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, natürlich gibt es ganz unterschiedliche Akteure und nichtsdestotrotz ist der gemeinsame Claim, das Verbindende ist die Klimafrage. Insofern wäre es aus einer Bewegungsforschungssicht völlig okay zu sagen, die Klimabewegung. Und natürlich ist das nicht, kann man die nicht in einen Topf werfen im Hinblick auf Positionen innerhalb des Claims. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht das, was ich so kontrovers oder auch interessant finde. Die Frage der Reaktanz, die Sie angesprochen haben, ist ja eine hochrelevante und tatsächlich auch die viel von der Abwehr und der Stimmungsmache, und gehen wir über einen sachlichen Diskurs, was sind die besten Maßnahmen und sowas. Natürlich muss der sein und der kann im demokratischen Spektrum auch hitzig sein und interessensgeleitet und sowas. Das gehört alles ganz normal dazu. Das ist nicht das, was, das ist auch problematisch, aber das ist nicht das, was vielleicht jetzt das Demokratiegefährdende ausmacht. Aber die Problematik ist doch die, dass das nicht nur das ist, was sozusagen die Klimabewegung oder die Klimabewegungen als kollektive Akteure auf die Straße tragen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, sondern dass das ist, was wir, ich bin kein Klimaforscher, ich bin Soziologe, aber nach einem sehr, sehr einheitlichen Stand aus den IPCC-Berichten beispielsweise und vielen anderen tatsächlich auch wissen. Also dass sozusagen die inhaltlichen Claims, dass es dringlich ist, dass wir die Zeit eigentlich nicht mehr haben und dass sich mit aufschmelzenden Permafrostböden nur mal anders als mit in anderen politischen Fragen nicht verhandeln lässt. Ja, das ist sozusagen ein ungelöstes Problem. Und diese Politik der vergangenen Jahrzehnte, die dazu tendiert, die Menschen zu aktivieren und Menschen in die Verantwortung zu nehmen als Individuum, ist dann durchaus Teil des Problems. Also weil das Gefühl bei den Einzelnen besteht, ich muss jetzt die Krisen der Welt lösen, inklusive des Klimawandels, durch meine Verhaltensanpassung, wobei die eigentlich zentralen Stellschrauben, um wirklich große Mengen an Emissionen zu reduzieren, ja dann doch eigentlich auf anderen Ebenen spielen, ja, in der Industrie, in der Wirtschaft, in der Regulierung von sozusagen den Blick darauf, wo die besondere Verantwortung liegt. Aber ich meine, wir sind meiner Ansicht nach jetzt bei einem Kernbegriff dieser ganzen Debatte gelandet. Sie haben es Reaktanz genannt, das ist ein schöner, hübscher, soziologischer Begriff. Ich glaube, ist man irgendwie zu simpel, wenn man das als Trotzhaltung übersetzt? Oder? Ich glaube, das ist schon schwierig, weil das ist halt wieder so eine Wertung, die es dann Leuten schwer macht, das irgendwie anzunehmen. Ne? Wie würden Sie es denn nehmen? Also der Soziologe nennt es Reaktanz, wissenschaftlicher Begriff, der auch sozusagen, ja, weil ich glaube, jede Begrifflichkeit, die eine Versachlichung der Debatte mit sich bringt, ist hilfreich. Wie würden Sie es nennen? Ich meine, Sie sind Chefredakteurin, Sie verdienen Ihr Geld mit Worten, gut, ich auch, aber welchen Begriff könnte man dafür verwenden, der es trifft, ohne jetzt quasi der aber auch leicht verständlich ist? Ja, Reaktanz ist schon ein guter Begriff. Ich überlege gerade, was ich zuvor für einen Begriff genommen habe. Abwehrhaltung. Ja. Gut, okay. Also wir wissen jetzt, worüber wir reden. Wir reden über die Abwehrhaltung. Frau Wilton, dann würde mich aber interessieren, wenn man diese Reaktanz jetzt festgestellt hat, und das ist ja nicht schwierig, da muss man das sagen, ja auch Umfragen, dass die Zustimmung grundsätzlich zu Klimaschutz sinkt, auch die Maßnahmen oder, ja doch, es gibt dazu Zahlen, aber ich will eigentlich auf einen anderen Punkt. Wie geht man mit der Reaktanz denn auf einer sachlichen, fundierten Ebene um? Also wenn kommt man da mit Sachargumenten weiter, weil teilweise habe
ich das Gefühl, dass dann halt auch Hinweise zum Beispiel auf den CO2-Ausstoß von bestimmten Lebensmitteln dann ja halt auch wieder abwehrend reagiert wird. Wie kommt man daran, auch gerade in diesem konservativen Spektrum, in dem Sie unterwegs sind? Man muss auch unterscheiden, es gibt natürlich auch innerhalb dieses Spektrums verschiedene Meinungen und verschiedene Gruppen. Wir reden jetzt im Grunde genommen über die Gruppe, die man schon schwer erreicht. Es gibt ja auch eine große Gruppe, der man auch die Argumente nicht absprechen kann, die sagen, ja, natürlich Klimawandel, natürlich mehr Klimaschutz, aber wir würden da gerne einen anderen Weg gehen. Wir würden da gerne andere Aspekte mit reinnehmen. Also wir würden da gerne einfach auch die ökonomischen Aspekte. Und ehrlich gesagt, das war vor 20, 30, 40 Jahren, hat man noch stärker teilweise darüber geredet im Gesamtkontext. Also da waren dann nicht nur Naturwissenschaftler, die ihre Argumente eingebracht haben, sondern auch Wirtschaftswissenschaftler, die gesagt haben, ja, Klimaschutz, ja, aber man muss auch abwägen, Kosten, Nutzen. So, das nur zum einen. Das andere ist, wie erreicht man die? Ich glaube, Leute, die da den Klimawandel leugnen, sind extrem schwer zu erreichen. Da kann vielleicht der Quent auch weiter, stärker weiterhelfen, weil da läuft man fast immer gegen eine Wand. Die haben sich dann auch teilweise sozusagen dahinter verschanzt. Das mag verschiedene Gründe haben, aber das ist extrem schwer, so wie man einen Teil auch bei anderen Themen inzwischen sehr, sehr schwer erreicht. Dann gibt es aber doch, und das erleben wir auch immer wieder, wir, obwohl es extrem mühsam ist, gehen auch als Redakteure oft bei uns, selbst wenn die Diskussionen verfahren sind, in die Auseinandersetzung mit Leserbriefschreibern, mit Kommentatoren, die dann erstmal losrüpeln. Aber manchmal, wenn man ein längeres Gespräch führt, funktioniert das. Punkt eins, weil sie sich ernst genommen fühlen. Also wenn sie das Gefühl haben, sie sagen, ja, glaube ich nicht. Ja, ist nicht so. Und dann die Gegenseite sagt so, ja, dann bist du halt einfach ein Lost Case irgendwie. Dann brauchen wir ja auch nicht das Gespräch führen, weil wir wissen, dass es so ist. Also, so, wenn jeder sich öffnet, ist das schon ein Punkt. Und dann ist es natürlich so, dass es Zahlen gibt, die man auch anführen kann. Und dafür sind Leute ja nicht komplett unaufgeschlossen. Sie würden dann im Zweifel antworten, ja, dann kommt mit eurem CO2, warum schließen wir dann die Atommeiler? So, das ist dann im Zweifel die Antwort. Und die Antwort muss man dann aber auch geben. Also die Antwort ist, glaube ich, auch nicht so einfach zu sagen, ja, ist gefährlich. Okay, aber was für Zahlen sind es denn dann? Also Sie haben eben gesagt, wenn man mit Zahlen argumentiert, kommt man da weiter. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, was Sie nennen können? Ja, wie gesagt, ich bin auch keine Klimaexpertin. Mhm. Aber natürlich gibt es Statistiken, mit denen man den Klimawandel nachweisen kann. Also natürlich gibt es unangefochtene Fragen, für die Leute, die Leute dann schon zuhören. Mhm. Also es ist dann wirklich eine Frage, wie man das in das Gespräch einbettet. Mhm. Herr Quent, also Frau Wülten hat eben gerade darauf gesagt, mit Leuten in Diskurs gehen, die vielleicht erstmal abwehrend sind, dann sich aber von Sachargumenten doch ja, irgendwie einfangen und auch überzeugen lassen. Ist das was Sie teilen? Ja, das ist immer gut, wenn das gelingt. Und selbstverständlich. Okay, aber warum? Gut, aber dann gibt es ja offensichtlich unser Problem ist ein anderes. Und das hat was damit zu tun, was wir nicht nur in der, oder vor allem nicht mal in der Klimafrage, sondern jetzt vielleicht verstärkt im letzten halben, dreiviertel Jahr über das Gebäudeenergiegesetz in der Klimakrise oder Klimafrage gesehen haben. Sondern das eigentliche Problem ist etwas, was jetzt, Achtung, jetzt kommt wieder ein Fachausdruck, was man vielleicht als affektive Polarisierung beschreiben kann. Also dass die Auseinandersetzung mit den anderen dazu führt, dass ich mich immer stärker in meine Blasen, wie es heute heißt, zurückziehe und unzugänglich werde für andere, auch gar nicht mehr mit ihnen sprechen will, keinen Kontakt aufnehmen nehmen möchte. Und das ist gefährlich, weil wir hatten bis vor kurzem noch eine Situation, in der sich eigentlich alle einig waren im Umgang mit der Klimafrage, dass es dringlich ist, wir müssen jetzt handeln, wir müssen und so weiter. Und diese Einigkeit scheint mir insbesondere über den Streit in diesem Sommer, aber vielleicht hat es auch generell was mit der Regierungs-Oppositionskonstellation zu tun, abhanden gekommen zu sein. Sodass es der Eindruck ist, den ich zumindest habe, dass eben die Frage nicht mehr ist, wie streitet man konstruktiv, ob pro Atomkraft oder nein, kann man diskutieren, sondern es ist eine Glaubensfrage geworden ist. Ja? So ähnlich wie zuvor die Migrationsfrage. Also eine Frage, an der sie sozusagen soziale, kollektive Identitäten ausmachen. Und die Feinheiten sind gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht um Stimmungsmache, um mal bei dem Begriff zu bleiben. Und das ist etwas, wovon wir dann in Wahlumfragen sehen. Davon profitiert immer die AfD, weil die immer die sind, die reinste Lehre haben, die es am einfachsten haben, populistisch zu sein, die keinerlei Ambitionen
Ambiguitäten auflösen müssen, wie das die demokratischen Parteien und Kräfte haben müssen und dass sich sozusagen große Teile der politischen Öffentlichkeit in diesem Spektrum, und zwar auf eine Art und Weise, die im Grunde sagt, nach diesen fürchterlichen Diskussionen diesen schlechten Entwurf und diesem schlechten Auftreten der Bundesregierung und den Diskursen darum in diesem Sommer, die sich so stark daran polarisiert haben. Und ich glaube, das ist eher in der politischen Öffentlichkeit sogar das Problem als in den tatsächlichen Einstellungen. Ja, aber ich glaube, eine Glaubensfrage ist es schon länger, aber tatsächlich die Diskussion in diesem Sommer hat nicht geholfen. Das Gebäudeenergiegesetz hat nicht geholfen. Die ganze Diskussion um die Wärmepumpe haben, und das nehmen wir auch ganz klar wahr. Und es geht auch ehrlich gesagt ganz konkret darum, dass die Leute sagen, wie soll ich mir das leisten? Also wie soll ich mir das mit meinem kleinen Unternehmen leisten? Wie soll ich mir das privat leisten? Jetzt soll ich diese irre Wärmepumpe einbauen, die eigentlich gar nichts hilft. Also das hat schon auch ganz konkrete Gründe, warum sich da auch so eine wiederum Abwehrhaltung, die dann mündet in, oh Gott, die Grünen in der Regierung wollen uns alle irgendwie vor allem ans Geld und wollen irgendwie ihre Pläne da umsetzen und wir müssen es ausbaden. So, das ist gut, ein bisschen der Eindruck. Gebäudeenergiegesetz hat ja auch der Springer Verlag seins zu beigetragen. Ich meine, das ist jetzt nicht die Zeitung, die Sie verantworten, aber die Bild-Zeitung hat da ja auch die eine oder andere Schlagzeile produziert. Ich glaube auch nicht, dass es politisch sozusagen, um den Satz noch zu machen, besonders, also weder politisch besonders geschickt noch besonders ausgearbeitete gute Entwürfe waren, um zu einem Ziel zu kommen. Aber das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Gut. Ich würde gerne noch mal ein bisschen die Perspektive noch mal ein bisschen wandeln. Wir haben jetzt viel über die Ränder gesprochen. Wir haben zum Beispiel über die AfD gesprochen. Und das war, ich finde die Rolle der AfD hier auch interessant, weil ein Kollege von der Welt hat es zum Auftakt des Bundestagswahlkampfs 2021, ich finde, extrem treffend bezeichnet. Er hat gesagt, die AfD bietet quasi an, so ein Reservat zu sein für Fleischesser, für Dieselfahrer. Damals zu Corona-Zeiten war das ja noch stärker. Auch für Ungeimpfte, also das heißt, so ein bisschen so ein Safe Space für das sogenannte Frühjahr anzubieten, wo sich möglichst wenig verändert und wo möglichst viele Transformationen noch außen wegbleiben. Und ich glaube, damit hat er den Kern dieser Partei neben extremistischen Einstellungen schon auch ganz gut beschrieben. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen woanders hinschauen. Ich würde gerne in die Mitte schauen. Wir haben jetzt über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen. Wir haben über die Diskussion im Sommer gesprochen. Es gab ja auch große Demonstrationen, unter anderem in Erding, in Bayern, wo sich dann der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Narrative, die von rechts in diese Debatte reinkommen, ja nur dann wirklich erfolgreich sein können, wenn sie auch von der Mitte irgendwo rezipiert und dann auch wieder aufgenommen werden, auch wiedergegeben werden. Sehen wir da gerade im Moment irgendwie einen Shift in dieser Debatte? Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Ich habe schon zu viel gesagt, aber ich sage auch gerne was dazu. Ich sehe den Shift in den meisten Debatten, die wir im Moment führen. Also das ist noch nicht mal irgendwie nur in dieser Debatte. Also ich sehe von viel zu viel Leuten und viel zu viel gesellschaftlichen Playern eine Bereitschaft, Demokratie und demokratische Prozesse in Frage zu stellen, aus welchen Gründen auch immer, die ich wirklich besorgniserregend finde. Und zwar nicht nur von rechts, auch von links. Innerhalb der Klimabewegung? Oder haben Sie da noch andere, Akteure auf der linken Seite? Auch absolut innerhalb der Klimabewegung. Ja. Zum Beispiel? Also woran würden Sie es konkret festmachen? Naja, ich glaube, es gibt schon Teil der Klimabewegung, die sagen, das ist ja auch überhaupt nichts Neues, sondern eher banal, die sagen, dies ist so wichtig, das ist so wichtig, jetzt Entscheidungen zu treffen, ist so wichtig, das jetzt mit einer größeren Geschwindigkeit voranzubringen, dass demokratische Prozesse da hinderlich sind. Na gut, es ist ja so, dass man sieht, dieses Instrument der Bürgerräte bei der letzten Generation beziehungsweise auch bei Extinction Rebellion, Gesellschaftsräte werden gefordert. Herr Quent, teilen Sie diese Diagnose? Ich habe gerade Ihr Buch hier in die Hand genommen, weil nämlich auf der Rückseite steht, Klima und Demokratie gehören zusammen. Also das heißt, Sie setzen ja dann eigentlich eher auf andere Mechanismen, um diese Ziele zu erreichen. Also mich hätte jetzt wirklich gerne
noch interessiert, was Sie konkret meinen in der Klimabewegung. Das haben Sie jetzt nicht benannt, welche Akteure die was sagen, was Antidemokratie, das würde mich noch interessieren. Aber die Diskussion gibt es ja tatsächlich. Also einerseits sehen wir das sowohl in der Einstellungsforschung, dass es eigentlich einen starken Zusammenhang gibt mit der Akzeptanz oder der Unterstützung demokratischer Werte, mehr Beteiligung, mehr Demokratie. Ich sage das deswegen, weil es besteht ja eine große Einigung darin, dass Verwaltungsabläufe beispielsweise zu kompliziert sind, dass es Entbürokratisierung braucht. Und das betrifft insbesondere auch den Umbau von Energieinfrastrukturen. Das ist ja jetzt kein, sozusagen, das ist ja deswegen noch nicht undemokratisch, wenn man bestimmte Prozesse beschleunigen will. Und die Frage nach war die Frage jetzt nach der Polarisierung insgesamt nochmal mit dem Aiwanger Beispiel oder nach der Klimabewegung insbesondere? Wir haben gerade sozusagen zwei Felder, auf denen wir diskutieren. Es gibt dieses Aiwanger Beispiel, sollte dafür stehen, wie so klimaskeptische Narrative dann halt auch in der Mitte anschlussfähig sind und damit meiner Ansicht nach ja nochmal sehr viel wirkmächtiger werden, was man in diesem Sommer relativ gut beobachten konnte, hatte ich das Gefühl, bei Freien Wählern, aber zum Beispiel halt auch bei der CDU, bei Teilen der FDP. Und dann haben wir auf der anderen Seite sozusagen die Aussage von Frau Wilton, dass Teile der Klimabewegung in ihren Aussagen demokratische Strukturen oder demokratische Verfahrensweisen in Frage stellen, vielleicht sogar negieren und ablehnen. Sie können sich jetzt aussuchen, auf welchen der beiden Stränge Sie einsteigen. Letzteres kann im Einzelfall durchaus sein, aber halte ich nicht für ein breiten Phänomen. Das Erste nochmal, also diese sehr starken, insbesondere ja von Populisten, also diese Aiwanger-Narrative, wir holen uns von denen die Demokratie zurück, das ist ein klassischer populistischer, vor allem rechtspopulistischer, auch Trump-mäßiger Clou, der auch in Deutschland mit der neuen Rechten eine ziemlich starke Verwobenheit und Struktur hat. Und wir sehen in den Wahlumfragen, wir sehen in verschiedenen anderen Themen, wie diese Ausuferung von Diskursen sozusagen, die Übernahme von rechten Narrativen an Platz gewinnt oder an Platz einnimmt. Ich glaube, man sollte einen Fehler nicht machen und dafür ist hier vielleicht auch ein guter Platz für die Differenzierung. Nichtsdestotrotz sind die Freien Wähler, sind die CDU, sind wie auch immer populistisch sie sich gebaren, in Abgrenzung zur AfD keine rechtsextremistischen und keine unambivalenten Strukturen. Ja. Das heißt, die machen teilweise trotzdem Klimapolitik und machen trotzdem Dinge. Das muss man nicht gegeneinander aufrechnen, aber man muss sozusagen aufpassen oder man muss aufpassen, dass der Kipppunkt, wo eine Radikalisierung von bürgerlich, konservativ, wie auch immer zu attributieren oder sich selbst attributierenden Parteien in den Rechtsradikalismus, wie bei den Republikanern in den USA beispielsweise, dass dieser Kipppunkt nicht erreicht und nicht überschritten wird. Ich sehe noch nicht, dass das so weit ist, aber das sind Entwicklungen, die dahin gehen. Gleichzeitig ist es eine Verharmlosung der AfD sozusagen, das zu sagen, das ist irgendwie alles das Gleiche, weil die Umsturzpläne, die ganz konkreten Umsturzfantasien, die damit gemeint sind, die historischen Bezugslinien auf faschistische Bewegung der konservativen Revolution, die haben eine ganz andere Qualität und wir müssen aufpassen, dass wir also gerade mit dem Begriff auch des Populismus und so, das nicht alles in einen Topf werfen, weil es von der Gefährdungslage auf unterschiedlichen Ebenen spielt. Ja, das eine verlagert Dinge in die Zukunft und hilft, fordert eine Polarisierung, von der dann diejenigen profitieren, die tatsächlich das System umstürzen wollen. Und da würde ich sagen, die zitierte Beschreibung vorhin war auch ein bisschen die Selbstinszenierung der AfD, weil sie wollen nicht bewahren, sondern sie wollen den Umsturz in die Vergangenheit. Und das ist was anderes als zu bewahren. Frau Wilton, wollen Sie noch ergänzen dazu? Ansonsten nur ein Beispiel, was Sie eben gerade sagten mit den Bürgerräten. Natürlich stellt es in gewisser Form die Partizipationsmöglichkeiten, die wir bereits haben, in Frage. Und wir haben eine Menge in der repräsentativen Demokratie bereits. Haben wir bereits zahlreiche Möglichkeiten, die auch vielfach nicht ausgeschöpft werden. Und wenn ich dann Bürgerräte einrichte, aber im Grunde genommen das Ziel klar ist, was diese Bürgerräte beschließen sollen, dann ist mir der demokratische Prozess dahinter nicht ganz klar. Also mir ist sowieso nicht klar, warum wir sie brauchen. Aber im Grunde genommen ist das so eine Art so eine Art für mich seltsam vorgeschobenes Motiv, um eigentlich die Demokratieform, die wir haben, auszuhebeln. Herr Quent, wollen Sie noch ergänzen? Ansonsten schaue ich mal ins Publikum, ob es Fragen gibt. Ja, ich muss da kurz widersprechen, weil die Bürgerräte generell als Konzept sind ja genau das, ein Instrument, um Demokratie erfahrbar zu machen, um wieder Vertrauen zu stiften. Ja, Moment, es ging mir nicht um europäische Bürgerräte. Es gibt Bürgerräte in verschiedenen. Das sind ja Instrumente, die es lange gibt. Naja, aber also mir ist bisher nicht plausibel geworden, wo sich der Vorschlag der letzten Generation von denen eigentlich unterscheidet. Ganz kurz nochmal, nichts gegen Bürgerräte in der Form, in der sie schon eingesetzt werden, nichts gegen Partizipation.
Partizipation, die ist wunderbar, die ist super. Jeder, der sich einbringen will, ist ein Gewinn für Demokratie, so einmal. Aber die Form, wie sie da vorgeschlagen wurde, da scheint mir das Ziel eigentlich, was da rauskommen soll bei den Bürgerräten, schon von vornherein feststeht. Okay, aber jetzt nicht der Bürgerrat, den es im Moment gibt zum Thema Ernährung. Nein. Gut, okay, alles klar, wollte ich noch mal kurz dargestellt haben. Ich schaue mal ins Publikum. Es gibt die Möglichkeit zu kommentieren, Fragen zu stellen. Ich sehe eine Person mit, ich sehe in der Mitte eine Frage. Ich sehe, ja, fantastisch. Wenn Sie vielleicht Ihren Namen, Funktion nennen würden. Dankeschön. Nikolaus Huss, bin Bürger, aber auch Lobbyist. Mich beschäftigt die Frage, ist es eigentlich legitim, oder umgekehrt, ich finde es eigentlich legitim, dass ein Mensch auch sagt, nee, mir ist die Klimafrage nicht so wichtig. Ich will, dass ich auch einmal vorkomme in der Politik. Und ich beobachte jetzt in der Politik, dass wir sind ja sozusagen ein reinrassiges Unternehmen, alle Akademiker, alle weiß, alle deutsch, und debattieren darüber, wie wir den Rest der Gesellschaft, Nicht-Akademiker, auch gemischte Hintergründe, bewirtschaften. Wie die endlich verstehen, dass die Klimafrage die wichtigste Frage ist. Viele von den Menschen, die wir bewirtschaften wollen, denken sich aber, so wie die Politik das machen will, und da war jetzt das Heizungsgesetz ein gutes Beispiel, funktioniert das überhaupt nicht und ist da dagegen. Also müsste man nicht differenzieren und sozusagen den Dialog ernst nehmen, und zwar auf der Ebene, wie Menschen über Politik reden, nämlich sehr viel bodenständiger, und müsste man da nicht anfangen zu differenzieren, dass man auch über Maßnahmen diskutiert. Ich höre auf diesen Foren hier nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts darüber, dass man vielleicht nachdenkt, dass es mit weniger Geld, aber einer entschiedeneren Politik, nämlich Rahmensetzung, viel mehr Ergebnisse geben könnte, als dass man das Geld verbläst wie jetzt. Herr Quent, Herr Wulten, Frau Wulten, wollen Sie... Ja, also ich glaube, ich habe die Frage so wahrgenommen, dass es auf der einen Seite um die Frage der Instrumente geht und es geht auf der anderen Seite um die Frage der Adressierung und um eine gewisse politische Rhetorik. Ich kann dazu nur sagen, dass die Haltung, die Sie gerade beschrieben, ist eine ist, auf die ich häufiger treffe und wo ich glaube, man muss tatsächlich Antworten finden, weil wenn so viele Leute diese Frage so formulieren und so stellen, dann ist sie eine, die, glaube ich, in diesem Diskurs eine große Rolle spielt. Also das erleben wir zumindest auch immer wieder. Es sozusagen sagt so, da gibt es tatsächlich eine Gruppe, die sehr diskursmächtig ist, aber vielleicht nicht repräsentativ. Also natürlich kann man, es ist auch in der Demokratie okay zu sagen, das Thema ist mir nicht so wichtig und ich beschäftige mich damit vielleicht auch nicht, das machen auch viele. Worum es aber geht, ist, dass eine transformatorische Politik, von der wir, denke ich, alle wissen, dass sie notwendig ist und übrigens auch nichts Besonderes bei Transformation und Wandel in irgendwelche Richtungen gab es immer, dass sie eine demokratische Legitimation braucht. Und das Thema des hiesigen Panels ist ja die Frage der Stimmungsmacher, das heißt damit verbunden auch Dinge wie Manipulation in der Herstellung von Legitimation oder auch in der Delegitimierung von Meinung. Und das ist nicht der Bürger oder die Bürgerin, die aus welchen Gründen auch immer keine Lust, keinen Anspruch, keine Zeit, den Bildungsstand und so die Möglichkeiten hat, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist das, was Leo Löwenthal mal so geschrieben hat, ja, also wenn man soziale Probleme hat, dann ist das so ein bisschen wie, wenn man eine Hautkrankheit hat. Man geht zum Arzt und der rät einem, eine Salbe aufzutragen. Oder aber man geht zum Agitator und der rät dazu, zu kratzen und immer weiter und immer tiefer zu kratzen. Und das ist sozusagen das Störende, sondern das gefährliche Element in der Agitation, die wir sehen. Da ist der Stimmungsmachen zu weicher Begriff. In der Agitation, die wir aus radikalisierten, aus extremistischen Kreisen sehen, weil die diesen Prozess einer Legitimierung von einer demokratischen Legitimierung von Transformationspolitik mit allen Kompromissen, die dazugehören, gänzlich in Frage stellt oder auch den sachlichen Diskurs darüber in Frage stellt. Was Sie gesagt haben, aber ist vielleicht nicht das Thema des Podiums. Ja, doch, aber ich glaube, es bringt einen dann ja doch, ich habe mich gerade gefragt, ob es uns nicht doch wieder zurückbringt zu der Kernfrage, die wir ja auch diskutieren wollen. Also zum einen diese Stimmungsmache zu beschreiben, zum anderen ja halt aber auch nochmal irgendwie ein bisschen aufzudröseln. Wie kann denn eigentlich auch mit den Skeptikerinnen und Skeptikern besser in die Diskussion gegangen werden? Und ich habe gerade nochmal geschaut, Landtagswahl Bayern und Hessen stand das Thema Energie- und Klimaschutz
entweder auf Platz 2 oder 3 der relevanten Entscheidungen für Wählerinnen und Wähler. Auf Platz 1 stand in beiden Fällen wirtschaftliche Entwicklung. Also ich habe auch das Gefühl, man sieht da schon auch durchaus Veränderungen. Aber das ist ja doch irgendwie ein Kernthema, dass es als Elitendiskussion wahrgenommen wird und dass es halt auch als, naja, übergriffig wahrgenommen wird. Es sind ja nicht umsonst in diesem Sommer so Begriffe dann gefallen und geprägt worden. Es tut mir leid, aber auch von der CDU, zum Beispiel von Mario Vogt aus Thüringen, von der Heizungsstasi in Bezug unter anderem auf das Wärmeplanungsgesetz. Also das kann man ja jetzt nicht irgendwie wegreden. Also wie kann man auch Menschen von einem, die vor allem jetzt bei der Transformation mit Kosten und Nachteilen erstmal rechnen und den abstrakten Nutzen vielleicht gar nicht so sehen. Wie kommt man da in eine, wie soll ich es auch nennen, faktengetriebene, aber auch leicht verständliche und für viele Menschen inklusive und ja zugängliche Diskussion? Frau Wilton, Sie sind Journalistin. Sie sind keine Politikerin, die kommt hoffentlich gleich. Und ich glaube auch schon, dass einige Sachen politisch einfach schlecht gemacht gewesen sind in den vergangenen Monaten, wenn man sich Klima- und Energiepolitik anguckt. Und da ist es natürlich dann schwierig, Antworten darauf zu geben. Also mein Kernproblem liegt schon daran. Darüber hinaus geht es tatsächlich, glaube ich, für uns alle extrem darum, zu überprüfen, wie wir über die Dinge sprechen und wie wir mit auch politischen, aber auch gesellschaftlichen Brüchen und Menschen umgehen, die vielleicht in irgendeiner Form, ich versuche gerade nach einer Formulierung, die nicht Gegner oder andere Seite ist, weil das ist es halt nicht. Oft sind die Übergänge ja auch fließend. Aber ich merke da einfach eine Verhärtung in den Diskursen, eine Verhärtung der Debatten, die dann dazu führen, dass Leute, die vielleicht eigentlich gar nicht so irre weit voneinander entfernt sind, also wir haben ja auch über die gesellschaftliche Mitte gesprochen, die Mitte nimmt ja hoffentlich noch den größten Bereich ein und ich würde davon ausgehen, dass es so ist. Aber ich merke, dass der Ton halt schärfer geworden ist, auch bei Leuten, bei denen er vorher nicht scharf war und dass dieses Verkeilen immer stärker wird. Und das ist was, woran tatsächlich wir alle arbeiten können. Ich frage mich halt, ob dieses Verkeilen nicht vielleicht auch daran liegt, dass man irgendwie lange Zeit eine Klimapolitik der Großen Koalition hatte, wo die Maßnahmen dann halt auch zum Beispiel Gebäudeenergiegesetz halt auch nicht so scharf waren, dazu halt aber auch geführt haben, dass man zum Beispiel die selbstgesteckten Sektorziele nie erreicht hätte. Also ob es nicht halt auch daran liegt, dass man jetzt wenigstens versucht, eine Klimapolitik zu machen, die irgendwo 1,5 Grad redet man vielleicht gar nicht mehr drüber, aber wenigstens irgendwie mal in Richtung 2 Grad geht, das heißt wirkungsvoller ist. Ja, absolut. Also wenn man sich nicht bewegt, dann rüttelt man auch keinen Schlamm auf, wenn man durchs Wasser geht. Also klar, ist das so, dass jetzt dadurch, dass etwas passiert, dass Sachen in Frage gestellt werden, viel Bewegung rein. Und das war ja auch der Anspruch der Koalition. Aber es gibt, glaube ich, einen großen Fehler und das haben Sie in der Frage angesprochen, nämlich die Frage der Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von Aspekten sozialer Gerechtigkeit. Und das ist was auch aufgrund dieses kommunikativen Desasters, dass das erst durchgesteckt wurde, da gab es noch kein Konzept und dann stand jeden Tag was anderes in der Zeitung, bis hin zur Heizhammer und Heizungsstasi und all diese fürchterlichen Superlative. Aber das Grundproblem, das auch jetzt mit dieser Lösung nach meinem Dafürhalten, wenn ich mich lebe in Ostdeutschland, wenn ich mich da umschaue, das 75% zu bezahlen, ist gut, aber es ist trotzdem nicht genug für viele Haushalte und für viele Wohnsituationen und Dinge, die da mit dran setzen. Und die ganze Klimafrage leidet eigentlich unter einem Paradigma, dass es individualisiert und dass die Frage von sozialer Gerechtigkeit, von sozialem Ausgleich, von Verantwortung, wer trägt eigentlich wofür Verantwortung und kann wirklich einen relevanten Unterschied machen, dass das nicht geführt wird oder dass das nicht sichtbar genug gemacht wird. Und diese Verantwortungs- und Ungerechtigkeitswahrnehmung, die dann Eintritt, ja, wir müssen jetzt mit Pappstrohhelmen trinken, die nicht funktionieren und die Reichsten fliegen mit Privatjets von München nach Berlin oder von Paris nach Berlin oder wo auch immer rum, verursachen viel mehr. Dass das überhaupt nicht adressiert wird, führt, und das sehen wir in Statistiken, es gibt eine große Übereinstimmung damit, dass man findet, es geht ungerecht zu, man ist unzufrieden, dass es ungerecht zugeht. Das muss mitgedacht und thematisiert werden.
Aber wie? Also Sie sagen jetzt, es muss thematisiert werden, aber ich finde es dann doch mal interessant. Also das ist ja quasi so ein typisches Argument irgendwie, ja, das sagen, sozusagen abschiebens. Aber Sie sind ja Soziologe, Sie kennen sich ja auch gut mit diesen Argumentationsmustern aus. Was würden Sie denn dann da antworten? Ja, ich finde, dass es vorbildlich ist, wie Thomas Piketty und viele andere auf europäischer Ebene gerade eine europäische Bürgerinitiative gestartet haben mit der Forderung Tax Rich, um die sozial-ökologische Transformation zu bezahlen und nicht diejenigen bezahlen zu lassen, die erstens es gar nicht können und die zweitens auch kaum eine Verantwortung tragen, weil ihr Fußprint, ihr CO2-Fußabdruck statistisch so gering ist, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob sie einmal im Jahr nach Mallorca fliegen oder das eben nicht machen. Aber es ein Unterschied ist, ob die reichsten 30 Flüge machen oder ob sie eben nur einen Flug oder keinen machen. Und das ist eine Perspektive, wo wir hin müssen, weil da sind die Ursachen und die Gerechtigkeitsschrauben. Und darüber wird nicht mal diskutiert. Das leben die Menschen durchaus vor. Ja, das im fernen Abgehobenen in Berlin, die brauchen sich keine Sorgen um sowas machen. Da wird über sowas nicht mal diskutiert. Das ist die Wahrnehmung und das ist was ich dann auch verständlich finde, wenn wir nochmal auf die AfD schauen. Die tritt ja in Ostdeutschland auch nicht auf wie in Westdeutschland mit ihrem marktliberalen oder marktradikalen Programm, sondern mit einem Angebot des solidarischen Patriotismus, also eines sozusagen modernen nationalen Sozialismus. Und auch das sozusagen hat was damit zu tun, wie diese Debatten geführt werden oder welche Debatten überhaupt nicht geführt werden und warum es teilweise auch andere Schichten und Milieus sind, wo diese rechtsextremen Angebote im Osten, aber auch im Westen verhangen. Ich würde gleich nochmal auf den Osten schauen, auch nochmal im Hinblick auf das Wahljahr. Aber Frau Wilton, würden Sie dann so einen Kommentar schreiben, Text to Rich? Wann lesen wir das in der Welt? Also, ich kaufe sie mir dann auch. Die Welt. Wir haben tatsächlich... Nein. Wir haben tatsächlich für diejenigen, die Welt tatsächlich lesen, ein sehr, sehr weites Spektrum, auch was die Klimadiskussion angeht, auch was andere, auch was die soziale Frage angeht. Das würde jetzt vielleicht eher als Gastkommentar funktionieren. Schreibe ich. Aber wir versuchen tatsächlich da auch ein Debattenmedium zu sein. Aber wie gesagt, das ist dann sprengt vielleicht die Grenzen dessen, was bei uns die Hauskommentare schreiben würden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass diese Diskussion, und damit erreicht man, da geht es sozusagen nicht nur um die Problematik des Ostens, sondern wir haben inzwischen auch, gerade was so den Mittelstand, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen, Mittelstand, Leute, die eigentlich sozusagen friedliche Bürger sind, die extrem wütend sind, wegen des Energiegesetzes und anderer Vorgänge, die sich einfach extrem zurückgelassen fühlen und im Stich gelassen von der Politik. Und ich würde mir wünschen, dass sich da die Diskussion auch insgesamt öffnet, tatsächlich das, was ich vorhin schon ansprach, mal über Kosten-Nutzen-Aspekte zu sprechen, mal stärkere wirtschaftspolitische Aspekte mit in die Debatte zu bringen. Das würde sie tatsächlich auch für andere Leute öffnen, glaube ich. Aber ich habe noch nicht ganz, oder mich würde trotzdem noch, ich sehe, es gibt zwei Fragen aus dem Publikum, die werde ich gleich dran nehmen. Ich möchte gerne noch eine Rückfrage stellen. Gut, also es würde nicht heißen Tax the Rich. Aber weil es mich wirklich interessiert. Jetzt, wie würde eine sozusagen marktliberale, auch sozusagen konservative Antwort auf dieses Ungerechtigkeitsempfinden denn aussehen können? So nach dem Motto, ich habe hier diesen ollen Strohhalm, der ist total latschig, schmeckt nicht. Capri-Sonne ist nicht mehr das, was es früher war. Und andere Leute fliegen Privatjet. Wie sieht es aus? Also, wie gesagt, wir haben Kommentatoren auch im Haus, die sich extrem auch mit der Thematik auseinandersetzen, extrem tief in der Thematik drin sind und dazu auch täglich kommentieren. Und die unter anderem sich, glaube ich, ein bisschen allein auf weiter Flur, wenn man jetzt auch die deutsche Presselandschaft anguckt, mit der Forderung zu sagen, können wir verschiedene Sachen gegeneinander abwägen. Ein großer Punkt ist da zum Beispiel, wir haben jetzt Situationen, wir haben jetzt Resultate des Klimawandels, die wir schon spüren, die man in Situationen sieht. Warum kümmern wir uns nicht auch ein bisschen darum zu schauen, wie gehen wir damit um, anstatt nur die ganze Zeit an Zielen festzuhalten, die wichtig sind, die aber vielleicht auch nicht mehr erreichbar sind. Also da die Diskussion finde ich auch, ehrlich gesagt, wichtig und finde ich auch, dass wir die zu selten führen. Klimaanpassungsgesetz war ja gerade im Bundestag, wäre, glaube ich, eine gute Gelegenheit gewesen, dann auch das nochmal aufzudröseln. Ich habe jetzt zwei Fragen gesehen. Die Dame da hinten in dem blauen Hosenanzug und der Herr hier vorne, zweite Reihe mit dem schwarzen Pullover. Hallo. Hallo, mein Name ist Vanessa Ettmeier und für mich ist der Elefant im Raum das Thema Gefühle.
Hier steht Stimmungsmache und Transformation. Transformation löst Ängste aus. Und alle Studien zeigen uns, dass Menschen, die aus dem Prekariat kommen oder aus niedrigeren sozialen Klassen, eine schlechtere Weise haben, mit Emotionen, mit Emotionsregulation umzugehen. Ja? Also wir können uns alle hier, die gut verdienen, coachen lassen, wir können Freunde anrufen, wir sind gut ausgebildet und unsere Jobs werden nicht gefährdet sein. Also wir haben tausend und eine Systematiken, um mit unseren Emotionen und Gefühlen umzugehen. So. Die anderen haben weniger von diesen emotionalen und kognitiven Kapazitäten. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass in meinen Augen das rechte Spektrum hervorragend Emotionen melkt und Emotionen bespielt. Und für mich war es exemplarisch vorhin die Unterhaltung zwischen Ihnen und der Chefredakteurin. Sie sagen Reaktanz, ja? Man ist emotional aufgewühlt. Und dann haben Sie gefragt, ja, aber welchen Fakt können wir denn da entgegenbringen? Und das ist meiner Meinung nach genau die falsche Frage. Ja? Also wir müssen, wenn wir auf der Gefühlsebene sind, dann wollen die Menschen in ihrer Angst gesehen werden. Die wollen in ihrer Wut gesehen werden oder in ihrer Trauer. Man muss auf der Gefühlsebene bleiben. Und die Antwort von Ihnen war ja richtig. Sie gehen auf manche Leserbriefe ein, das heißt, sie gehen in Kontakt. Sie gehen in Beziehung. Was passiert? Der Mensch fühlt sich gesehen und ernst genommen. Und das sind wir immer noch auf der Gefühlsebene. Also mich würde es sehr interessieren, ja, ganz banal, wie können wir als staatliche Akteure, als prägende Akteure mehr auf Gefühlsebene sein, die Menschen dort abholen, auch wenn es ein doofes Wort ist, um dann im zweiten Schritt auf der Sachebene kognitiv kluge Lösungen zu finden. Wollen wir erstmal, ist das in Ordnung? Ja, okay, super, herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, dann herzlichen Dank für die Frage, finde ich total, finde ich super spannend. Also die Gefühlsebene. Ja, wie gesagt, also so haben Sie auch gesagt, ein bisschen haben wir uns ja schon darum gedreht. Ich glaube, es ist da eben Gespräch, das alte und bewährte und einzige Mittel. Ich meine, da muss man sich natürlich auch überlegen, fehlen uns Formate, fehlen uns Orte, um dieses Gespräch in Gang zu kommen, weil immer nur zu sagen, ja, wir wollen sprechen, das führt ja zu nichts, wenn die Begegnungen so nicht stattfinden. Wobei ich auch immer sagen muss, ich weiß nicht, werden Sie vielleicht auch wissen, ich bin immer erstaunt, zum Beispiel, wenn ich, was ehrlich gesagt inzwischen aufgrund meines Jobs seltener vorkommt, in Kommunen unterwegs bin, wie viel da tatsächlich Begegnungen auch zwischen lokaler Politik und Menschen tatsächlich stattfinden. Also wie engagiert Politiker da auch zum Teil sind. Aber wie auch immer, natürlich muss man über so eine Räume nachdenken. Aber ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, und da meine ich nicht eine Überkontrolle, weil das mir auch widerstrebt, aber es ist wirklich ganz wichtig zu gucken, wie man eigentlich mit dem anderen in Kontakt tritt. Ich glaube also sozusagen, Sie haben es jetzt versucht, ich würde Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass die Formulierungen, die Sie gewählt sind, absichtlich gewählt sind, aber allein zu sagen quasi, dass das Leute sind, deren kognitive Fähigkeiten geringer sind, könnte zu einer gewissen Ablehnung führen bei den Leuten, mit denen Sie in Kontakt treten wollen. So, und da, glaube ich, brauchen wir noch eine stärkere Selbstreflexion, weil wir alle tendieren einfach dazu, zu stark mit den gleichen Leuten uns zu umgeben. Ja, wir wissen, oder so viel ich aus der sozialpsychologischen Forschung dazu verstanden habe, mobilisiert Angst einfach besser als alle anderen Emotionen, ja, auch als Hoffnung. Und das ist ja was auch die Klimabewegung sich teilweise zum Nutzen macht, schlicht weil es auch teilweise nicht anders geht, um Aufmerksamkeit, um auch die real vorhandene Angst zum Ausdruck zu bringen. Und trotzdem, und gerade das betrifft gerade staatliche Institutionen, wenn Sie das so hervorgehoben haben, würde ich Ihnen recht geben in der politischen Mobilisierung. Ja, aber ob die politische Mobilisierung jetzt die Aufgabe der staatlichen Institutionen ist, das würde ich in Frage stellen. Da würde im Vordergrund stehen, nach meinem Dafürhalten, die Verbindung, ja, also die Aufnahme von Gefühlen und dann aber wieder die Verbindung mit aufgeklärten Informationen, mit Daten, wenn Sie das so gemeint haben, im Sinne von einer Form des Ernstnehmen, des Emotionalen. Ja, aber Emotionen stehen nicht über Fakten. Und diesen Spagat muss man irgendwie hinbekommen. Emotionen stehen nicht über Fakten, die sind etwas Subjektives, die sind ernst zu nehmen, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass man andere Informationen zurückweist oder relativiert. Und das ist aus meiner Sicht das, was man den Spagat, den man versuchen muss, in der Kommunikation irgendwie einnehmen zu können. Wobei ich glaube, das Problem ja heute gerade ist, was wir jetzt seit ein paar Jahren erleben,
dass Fakten eben etwas sind, was irgendwie sehr extrem versucht wird zu beugen. Ne? Dass jeder sich so ein Narrativ zusammenbastelt und dass Leute zum Teil auch Fakten gegenüber eben gerade nicht mehr offen sind. Also so diese Idee, diese aufklärerische Idee zu sagen, wir müssen jetzt mal nur genau sagen, wie es ist. Wir müssen jetzt einfach nur mal die Wahrheit genau verständlich erklären, dann werden die Leute schon folgen, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Also da sind Leute zugefangen in ihren geschlossenen Narrativen und ehrlich gesagt noch nicht mal vielleicht, weil sie wirklich glauben, dass es wahr ist, sondern weil sie es glauben wollen. Ja, das würde ich auch. Ja, so ist das, da würde ich voll zustimmen, aber das war auch nie anders. Ja, also ich meine, jetzt ist immer wie Religion immer weniger wichtig, früher war es viel wichtiger. Auch da kann man so, gab es die Diskussion Wissenschaft, Glaube, ist ja keine neue, überhaupt keine neue Entwicklung oder Diskussion. Das heißt aber nicht, dass man es nicht trotzdem heranführen muss, ja, und dass es nicht sozusagen als ein Player im Feld immer wieder genannt werden muss, weil wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner versuchen müssen zu finden und zu artikulieren, auf den man sich im Diskurs einigen kann, auch wenn es nicht heißt, dass das bei allen durchkommt oder von vielen und dass auch Fakten oder Informationen, Daten widersprüchlich sein können. Auch das kann man sozusagen, muss man versuchen mit zu erklären und zu adressieren. Also ja, aber das heißt es nicht, es zu lassen. Ja, aber danke für die Frage. Ich glaube, ich werde selber auch irgendwie noch eine ganze Weile darüber nachdenken, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Lösung dazu hätte. Der Herr im schwarzen Pullover und dann war da hinten die Dame mit dem blauen Schal. So, John Weth, mein Name, ursprünglich aus Großbritannien, und ich mache ein Projekt mit der Name Cross-Border Rail zu ÖPNV und Zugverbindungen in Grenzregionen. Und ich will etwas zu dem Thema diese systematische Veränderungen und Verkehrswende mit einem Beispiel aus Sachsen. Das war das schönste Beispiel von des bisher fast 200 Eisenbahngrenzen in Europa, die ich untersucht habe. Es geht um die Kleinstadt Seif-Hennersdorf, nicht weit von Zittau. Diese Stadt war 8 Jahre lang von dem Bahnnetz abgekuppelt, hatte 8 Jahre lang einen Schienenersatzverkehr, weil die Zuglinie nach Zittau fährt durch Tschechien. Und ich war dann eingeladen zu dem Stadtfest für die Wiederherstellung der Bahnlinie in einer kleinen Stadt mit 3000 Einwohnern bei der Bundestagswahl mit fast 40% der Stimmen für die AfD. Ja. Und das war das Schönste, was ich je gesehen habe. Die Kinder hatten Stunden frei von der Schule. Die ganze Stadt war da. Die waren so happy, dass der Zug kam zurück. Das Stadt war nicht mehr abgekuppelt. Aber was ist jetzt Ihre Frage? Nee, also einfach mal, ich will ein positives Beispiel für dieses Panel. Einfach das, dass Verkehrswende systematisch auch in diese Regionen, wo vielleicht Transformation schwierig ist, ja, diese Geschichte auf Seif-Hennersdorf kann man beweisen, dass es geht anders. Ja? Mhm. Und da, wo haben wir dann diese Beispiele, ja, wo man sagen kann, okay, wir haben bewiesen, dass trotz unserer Skeptizismus, ja, dass es anders gehen kann. Und ich wollte etwas Positives hier reinbringen. Ein Plädoyer für den Optimismus, das ist fantastisch. Herzlichen Dank. Das ist so. Dann würde ich sagen, da hinten war noch eine Ergänzung dazu, die Dame da ganz außen in dem blauen Schal. Dann kann man es vielleicht dann direkt mitnehmen, weil Marie Müser lässt grüßen, sie ist auf dem Weg, sie kommt. Sie wird dann gleich noch ein paar Minuten Redezeit haben, sobald sie da ist. Aber bitte, stellen Sie sich gerne vor. Ja, hallo, Nadine Michalske. Also ich beschäftige mich gerade damit, wie man die Transformation als Chance begreifen kann. Und vor allen Dingen in den ländlichen Regionen, also genau da, wo die Zahlen so hoch gehen, wie wir es ja eigentlich nicht so gerne hätten. Und das ist halt tatsächlich etwas, was ich die ganze Zeit in der Debatte vermisse. Also wir haben ja eine Riesenchance, weil wir die Energieproduktion jetzt dezentralisieren. Also können wir auch die Wertschöpfung dezentralisieren. So, und das ist aber etwas, was, also wissen Sie, was ich damit meine? Also man kann jetzt sozusagen, früher hat man Kohlekraftwerke gehabt, es gab halt Milliarden Investitionen und viele, die es bezogen haben. Jetzt kann man Windräder vereinzelt aufstellen, hat Solaranlagen und kann durch zum Beispiel Bürgergenossenschaften die Wertschöpfung tatsächlich dort behalten, wo gerade die Energieproduktion passiert. Aber das passiert halt vielerorts nicht. Und ich glaube, das ist gerade etwas, was die Leute halt spüren. Und wir versuchen gerade so eine Emotion, die dadurch entsteht, durch eine andere Art der Debatte aufzulösen. Aber ich glaube, wir brauchen einfach andere Lösungen, die das Kernproblem lösen. Und dann lösen sich vielleicht auch die Emotionen wieder aus, weil es ist ein Vertrauensproblem, dass wieder ganz viele Leute übergangen werden. Und wenn man wieder tiefer hinschaut in die Region und andere und sieht, was da gerade passiert, also es ist halt ein Ausverkauf des Tafelsilbers, was dort gerade stattfindet. Herzlichen Dank an der Stelle. Ich habe gesehen, es gibt noch eine zweite Frage. Ich habe mir den Vertrauensproblem, Transformation als Chance, Dezentralität, ländliche Räume jetzt aufgeschrieben. Ja. Die Dame, die blonde Dame hatte dazu.
ich würde gerne mal wissen, wie weit das in den Diskussionen eine Rolle spielt überhaupt. Mhm. Ja, so, das wäre meine Frage, genau. Mhm. Herzlichen Dank. Und dann noch die blonde Dame hier in der Mitte mit dem schwarzen Blazer. Dann können wir es gleich noch mitnehmen. Dann würde ich an der Stelle einen kurzen Cut machen und dann erstmal die Möglichkeit zum Antworten geben. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne an Ihre Frage andocken. Vielleicht wäre es auch interessant, sich mit der Frage zu beschäftigen, nicht wie umgehen mit der Stimmungsmache, sondern wie kann man die gewinnen, die man noch nicht gewonnen hat. Also die Frage, wie soll ich sagen, also diejenigen, die so etwas, die sozusagen ganz, ich sag mal ganz normale Bürger, die in Gefahr sind, abzugleiten in Ressentiment, weil es Enttäuschung gibt, weil es dieses Thema der Vertrauenskrise gibt. Ich habe ein ganz sehr interessantes Buch gelesen von einer französischen Analytikerin. Fleury heißt Hier liegt die Bitterkeit begraben. Die beschäftigt sich mit der Frage, was ist eigentlich passiert, dass es eine wachsende Anzahl gibt von Menschen, die sich sozusagen nicht mehr erreicht fühlen von Politik. Und ich glaube, da ins Verstehen reinzugehen und zu überlegen, wie man das verstehen kann, nämlich Ressentiment als eine generelle Absage an Institution, an Politik, an öffentliche Meinung und sich damit wirklich zu beschäftigen. Die werden von der AfD adressiert, indem sozusagen die Angstmache gemacht wird. Und bei den großen Parteien kommen sie eigentlich relativ wenig vor. Herzlichen Dank. Dann würde ich den Herrn in dem Hellpullover jetzt einfach direkt noch mitnehmen. Ich hatte gesehen, Sie haben sich gemeldet. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Die Fragen gehen nicht. Nein, ich speise Sie wieder ein. Die Fragen gehen nicht verloren. Michael Henning, eine kurze Anmerkung und eine Frage an Herrn Quent. Die Anmerkung bezieht sich auch so ein bisschen auf das Podium vorher mit der Klimabremse beziehungsweise mit der Emissionsbremse. Die haben wir ja eigentlich schon, weil die liegt schon auf dem Tisch. Das ist der europäische Emissionshandel, einerseits für Energie und für Industrie, aber zukünftig eben auch für Verkehr und Gebäude. Das heißt, da haben wir diese Bremse letztendlich. Und dann haben wir auch eine CO2-Bepreisung. Und da sind wir dann auch, was Herr Quent meinte, mit vermeintlich Tax the Rich, nämlich eine CO2-Bepreisung vor dem Hintergrund, dass ja die Leute mit einem höheren Einkommen tendenziell auch mehr CO2-Ausstoß haben, bedeutet das ja implizit. Aber was immer dazugehört und was jetzt noch gar nicht genannt wurde, ist das Klimageld letztendlich, also entsprechende Umverteilung oder Rückverteilung, wo dann wiederum die Bevölkerung und insbesondere die Ärmere davon profitiert. Herzlichen Deswegen Dank. Das als Ergänzung und als Frage, was schlägt Herr Quent vor, um vor dem Hintergrund der Wahlen nächstes Jahr die demokratischen Kräfte, insbesondere in Ostdeutschland, aber auch in Deutschland zu stärken? Herzlichen Dank. Dann würde ich da direkt, Frau Müser, Sie hat die Frage mitgehört, ist fantastisch. Frau Müser, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Großartig. Marie Müser, seit 2022 eine der Co-Landesvorsitzenden der Grünen in Sachsen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Ich würde sagen, atmen Sie erst mal durch, kommen Sie an auf dem Panel. Sie haben eben die eine Teilfrage schon gehört. Wie geht man um mit der Stimmungsmache, mit dem politischen Diskurs dann im kommenden Jahr bei den Landtagswahlen, unter anderem in Sachsen? Sie können dann gerne direkt einsteigen. Fühlen Sie sich erstmal hier ein. Ich würde gerne jetzt noch kurz die eine Fragerunde zu Ende machen. Es ging um Transformation als Chance, gerade auch für ländliche Räume, Herr Quent, beziehungsweise auch Frau Wilton, wie man das stärker adressieren kann. Und es ging dann auch, ähnlich war ja der Beitrag, wie kann man mit diesem Gefühl sozusagen des Ressentiments, aber auch Ressentiment als Ausdruck von einer Nicht-Erreichtheit, von einer Skepsis dem politischen System gegenüber eigentlich umgehen. Das sind die zwei. Punkt, fangen wir jetzt an. Suchen Sie sich aus. Also ich glaube, um darauf noch mal zu antworten, natürlich ist jedes Beispiel vor Ort, was irgendwie den Leuten erstens klar macht, sie müssen jetzt keine Angst machen, es bringt vielleicht sogar Vorteile, es bringt etwas zurück in Ort, ist natürlich total hilfreich. Aber das Problem bei vielen Maßnahmen sind, dass sie ja nicht so schlicht sind. Also ist vieles Beispiel Windräder. Was gibt es für riesige Auseinandersetzungen in Kommunen, in bestimmten Teilen über Windräder alleine? Also viele der Maßnahmen sind halt einfach nicht so einfach und bringen nicht einfach nur Nutzen. Wenn es aber natürlich Beispiele gibt, die das tun,
dann glaube ich auch, dass es die Leute vor Ort überzeugt. Das war es auch, was ich meinte mit dem Beispiel, dass in Kommunen selbst sozusagen, wenn man sich eins zu eins begegnet und das Gespräch führt, das oft viel stärker abgerüstet wird, als man es so in dem großen öffentlichen oder noch schlimmer Social-Media-Diskurs wahrnimmt. Herr Quen, Sie haben eben genickt, als die französische Autorin genannt wurde. Ich vermute, Sie haben das Buch gelesen. Ja, ich finde das ein total spannender Diskurs, ohne dass ich auf einer psychologischen oder psychoanalytischen Ebene darauf eingehen kann. Aber was ich so auch philosophisch interessant finde an dem Konzept des Ressentiments, ist ja noch was anderes, nämlich der Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja? Also das, was ich erwarte und das, was ich wirklich kriege. Und das ist was unsere Gesellschaft prägt. Ja? Wir sagen, es gibt keinen Platz für Antisemitismus, es war schon immer gelogen, es gibt jede Menge Antisemitismus. Das ist der Anspruch, die Realität ist eine andere. Und darauf ist sozusagen auch die Kommunikationssphäre aufgebaut. Im öffentlichen Raum werden Dinge behauptet, gar nicht böswillig, sondern um den positiven Anspruch zu formulieren, die aber in der Alltagsrealität von den Menschen ganz anders gestaltet. Und aus dieser Dissonanz, die löst man dann auf, indem man nach Verschwörungsideologien, indem man sagt, ach, das ist doch alles Quatsch und sowas, brauche ich mich nicht mit beschäftigen, dass Sachen zurückbeift, sich distanziert. Mein Vorgehen wäre stärker noch, als beim Individuum anzusetzen, so hinzukommen, wie kommen wir darauf, dass sich diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass die geringer wird. Und da geht es um Gerechtigkeitsfragen, um die Beteiligungsfragen, Demokratisierungsfragen, um eine Auseinandersetzung sozusagen mit den Spannungen, die all das hervorbringt. Darf ich noch einen kleinen Satz machen, weil ich finde das Beispiel mit der Beteiligung an den Windkraftanlagen und so total super. Es sollte viel mehr darüber geredet werden, es sollte im Vordergrund stehen und so weiter. Aber wir dürfen einen Fehler nicht machen, nämlich davon ausgehen, dass die Erfolge der AfD von der Klimapolitik abhängig sind. Ja, das ist das aktuelle Thema. Davor war es die Corona-Politik, davor war es die Migrationskrise, davor war es die Euro-Krise. Und das hat Konjunkturen und unterschiedliche Milieus, die zusätzlich erreicht werden können. Aber das ist davon weitgehend unabhängig. Und ich fürchte, dass diejenigen, die sich in der bürgerschaftlichen Stromgenossenschaft organisieren, wahrscheinlich nicht diejenigen sind, die klassischerweise zum Milieu der AfD zählen. Ja? Also es hat miteinander zu tun, man muss aufpassen, dass sich nicht noch mehr entgrenzt in dem Bereich. Aber es ist auch nicht die Lösung für alles. Ja, herzlichen Dank, Frau Müser. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Sind Sie aus Dresden jetzt gekommen oder aus Leipzig? Ich bin tatsächlich aus Dresden gekommen, hatte einen zweistündigen Puffer und es endete mit einer fünfstündigen Zugfahrt, wovon noch eine Stunde in einem Dorf verbracht wurde, dessen Name mir nicht mehr bekannt ist. Also ich hätte wahnsinnig gerne die Diskussion von Anfang an verfolgt, aber freue mich jetzt in der letzten Minute noch da zu sein. Fantastisch. Nein, wir haben bis 16.40 Uhr Zeit, also herzlich willkommen. Sie dürfen gerne klatschen. Frau Müser ist jetzt da, der Weg war weit. Ich würde da noch gerne direkt einsteigen mit dem, was eben aus dem Publikum schon kam. Diese Frage, wie geht man denn eigentlich mit dieser Stimmungsmache gegen die sozialökologische Transformation, das heißt gegen Klimaschutzmaßnahmen, gegen Klimapolitik eigentlich um, vor allem auch im Hinblick auf das kommende Wahljahr. Es ist die Europawahl und es sind Landtagswahlen, unter anderem in Sachsen, aber auch noch in Thüringen und in Brandenburg. Sie werden sich ja im Grünen Landesverband sicherlich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie Sie das eigentlich adressieren. Ich glaube, was ich vielleicht nochmal voranstellen kann, ist, dass wir im Osten als Grüne, und ich glaube, das ist auch allen ein bisschen bekannt, aber manchmal glaube ich, dass es nicht so bekannt ist und nicht so klar ist, wie hart sich da manchmal die Realität auch darstellt, als grüne Frau im Osten in den ländlichen Räumen. Und ich meine gar nicht, und ich möchte da gar nicht immer so alles Rechtsextreme, das möchte ich jetzt gar nicht so aufmachen, das ist auch, glaube ich, zu kurz gedacht, aber da gibt es eine ganze Reihe Menschen, die haben vor 30 Jahren einmal einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Da haben sich plötzlich, gab es wirklich reale Verluste ihres Wohlstands. Menschen sind weggezogen. Die haben die Transformation, verbinden sie mit realen Verlusten in ihren Biografien. Und dann haben wir jetzt gerade wieder eine sehr krisenbelastete Zeit. Und dann kommen da einmal die Grünen rein in die Mittelstädte, ländliche Räume und wollen wieder viel verändern. Und ich glaube, das ist vor dem Hintergrund der Gesamtgemengelage, erst Corona, dann hattest du eine Energiepreiskrise, Angriffskrieg etc., ist das eine besondere Situation, wo es nicht ausreicht, wenn man einfach nur sagt, irgendwie im Osten und da im ländlichen Raum irgendwie alles Rechte, alles Demokratiefeinde, irgendwie da gibt es auch keine Erreichbarkeit mehr. Aber dann würde mich mal interessieren, was sind denn vielleicht so die zwei häufigsten Vorbehalte, die Ihnen gegenüber in puncto, wir diskutieren heute über Klimapolitik, aber die Sie erreichen, und was sind denn die Strategien, mit denen Sie eigentlich dann dagegen argumentieren, entweder auf einer Faktenebene oder auf einer Gefühlsebene oder auf beiden Ebenen? Hm.
Also vielleicht erstmal die Faktenebene. Ich glaube, was uns am stärksten entgegenschlägt, ist die Wahrnehmung, Grüne oder generell, sag ich mal, links politisch orientierte Menschen hätten kein Verständnis für die Situation der Menschen in den ländlichen Räumen, für die Menschen in mittleren und unteren Einkommensgruppen. Das schlägt uns sehr hart entgegen. Und auch die Kritik oder das Gefühl, ihr wollt so viel von uns, ihr verlangt uns so viel ab. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz starke Angst. Und jetzt wollt ihr auch noch das und das machen. Auf einer Faktenebene sagen wir, und das ist für uns natürlich relativ leicht, wir haben das aber vor 20 Jahren schon gefordert. Wir haben viel über Wärmewende vor 10, 20 Jahren schon gesprochen. Das stand in jedem Parteiprogramm. Jetzt gab es dann eben diese Energiepreiskrise, diese Verknappung von russischem Gas. Und wir mussten dann sehr schnell reagieren. Auf der Faktenebene versuchen wir zu erklären und zu sagen, ja, schaut doch mal, wir haben das doch schon die ganze Zeit gesagt. Wir sind zu spät dran und wir wollten immer schon eine vorausschauende Politik. Und hätten wir vor 10 Jahren angefangen, dann müsste jetzt nicht alles so schnell gehen. Zieht denn das Argument? Findet es Widerhall positiv? Zieht leider nicht. Und deswegen, wir sind ja hier in einer ehrlichen Diskussion. Also es funktioniert nicht, weil es emotional nicht ankommt. Hätte Fahrradkette, ja, vor 10 Jahren. Das kommt in den großstädtischen Milieus. Klar, dann sagen das alle. Ja, die Grünen, das ist deren Programmatik. Das fordern die ja schon immer. Aber hier braucht es ein Verständnis dafür, was das bedeutet in der Lebensrealität der Menschen jetzt, was wir jetzt von ihnen verlangen. Weil wir eben auch darüber diskutiert haben, wie gelingt es ihnen denn, das dann emotional zu adressieren oder auf einer emotionalen Ebene? Weil es geht ja auch offensichtlich um Ängste, aus denen dann vielleicht auch Vorbehalte kommen. Verstehen, Menschen verstehen, die Geschichte verstehen, die Transformation im Osten verstehen, verstehen, was das wirklich bedeutet hat, was das mit Menschen gemacht hat. Nicht pauschal mit hier die Ossis da im ländlichen Raum, hier irgendwie, das sind alles Rechte. Das funktioniert leider nicht. Man muss da differenzieren zwischen wirklich organisierten Rechtsextremen und Menschen, die einfach das Gefühl der Selbstwirksamkeit verloren haben. Also ein großes Verständnis aufbringen. Und ansonsten tatsächlich funktionieren positive Beispiele konkret vor Ort. Also da, wo es dann, das wurde vorhin, glaube ich, benannt, das Thema Windenergieanlagen. Wenn es da gute Konzepte gibt, wo Kommunen tatsächlich profitieren, ganz real, dann gibt es da hohe Zustimmungswerte. Bringt, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt Stimmen für die entsprechenden Parteien, aber das bringt Menschen, wenn sie das Gefühl haben, vor Ort funktioniert was, da geht was voran. Ich kann auch gerne später noch ein paar Beispiele nennen. Dann bringt die das erstmal, sage ich mal, aufs demokratische Parkett zurück. Okay. Frau Müser, wir müssen an der Stelle leider Schluss machen. Es ist 16.40 Uhr, aber Sie sind ja noch, nein, Sie sind jetzt da und Sie gehen ja jetzt auch nicht direkt weg. Also von daher gibt es die Möglichkeit, nochmal bilateral in der kleinen Kaffeepause mit Ihnen zu diskutieren. Schön, dass Sie da sind. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin auch sehr gespannt auf das kommende Wahljahr. Wir werden ja dann auch sehen, wie sich die Grünen dann darstellen, wie sie den Wahlkampf dann zum Beispiel gestalten, mit welchen Botschaften sie rausgehen. Ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Marie Müser, Co-Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen, Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal, Soziologe und Rechtsextremismusforscher, und Jennifer Wilton, Chefredakteurin der Welt. Vielen Dank. Vielen Dank auch für den interessanten Input aus dem Publikum. Merci.